Servusle, grüßt euch. Willkommen zurück bei The Forest mit eurem Nameless, mit dem Voucher. Wir stehen hier auf einer neuen Plattform mit einem neuen Vogel. Der Vogel nennt sich Hans. Hans the Bird. Ich habe hier schon mal ein Stück Seilbahn aufgebaut, einfach um zu testen, wie es geht. Ich musste ja so lachen, als Vogelhund es geschrieben hat mit der Seilbahn. Ich war mir nämlich erst nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht eher eine Leine ist, weißt du, wo ich Stoffe aufhängen kann. So als Stoffvorratsbehälter. Also das Stück habe ich schon probiert, das geht. Wir bauen uns jetzt eine Seilbahn zur Stadt. Das ist klar, ne? Der Vollkornbruder hat zwar schon gesagt, dass es unheimlich viele Seile sind, die man da braucht, aber wir können es doch trotzdem bauen, weißt du? Wir können es uns doch trotzdem bauen. Ich habe voll Bock drauf. Habe ich sie schon gehört wieder? Wir machen das natürlich unter Feuer hier, ne? Zumindest probieren wir das mal. Ich habe drüben schon eine Plattform sitzen. Jetzt lass uns mal checken, ob wir das hinkriegen und vor allem, wie viel Seil ich tatsächlich brauche. Dann gibt es wahrscheinlich eher ein Nebenbei-Projekt, ne? Wo war denn das gute Ding? Wo war denn das? Ne, jetzt bist du in die falsche Richtung losgetigert. Nameless, komm zurück hier auf die Erde. Ich glaube, er hat wieder Bären gegessen. Und zwar von denen, die ihn ein bisschen benebelt machen. Hier, ich dachte, das ist einfach so zum Stoffe aufhängen. So, pass auf, ich habe das nämlich hier schon mal getestet. Wir müssen es ein bisschen weiter rüber machen. Ich glaube, in die Richtung grob war es. Dann habe ich es ein bisschen höher gehabt. Man kann nämlich hinspringen, habe ich gemerkt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Macht dir jetzt nicht weh? Ob das überhaupt geht? Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich die Plattform nochmal wieder finde. Wir rennen mal. Es kann natürlich schon. Ich habe nämlich auch so eine Flucht ausgemessen, dass wir nicht gerade irgendwo dagegen schrabbern. Hier müsste es theoretisch drin sein. Ach so, jetzt komme ich hier aber nicht hoch. Wobei. Ich habe doch eine Flucht ausgemessen. Wieso geht denn das jetzt nicht? Gut, jetzt sind die Leute da. Ist natürlich jetzt auch bescheuert. Vielleicht sollte man das im Vegan-Mode machen, weißt du? Oder soll ich die auf verschiedene Ebenen spannen? Das ist jetzt bescheuert. Das ist jetzt bescheuert. Die Flucht habe ich nämlich extra ausgemessen gehabt. Ich glaube, die war hier so rüber. Mich wundert es gerade, dass das jetzt nicht geht. Ist er noch in der Flucht hier? Ich glaube schon, ne? Ey, was habe ich da jetzt falsch gemacht? Ja, jetzt turnen die da drüben an meiner Plattform rum. Das ist natürlich bescheuert. Hier ungefähr. Vielleicht muss ich da. Hier, ne? Hier, siehst du, da ist die Flucht. Alter, muss ich sie halt zum Boden führen. Das ist ja wurscht. Hier ungefähr, oder? Dann besetzen sie einfach mal hier hin. So, jetzt renne ich wieder heim. Wie viele Seile sind denn das? Ich habe es jetzt gar nicht gesehen. 14 Stück. Okay, also die Plattform war unnötig fast, beziehungsweise die können wir sitzen lassen. Dann spanne ich von dieser Plattform nochmal eine Seilbahn. Weißt du, dann kommen wir da drüben raus, kurz vor der Stadt. Also in die Stadt reinfahren wollte ich sowieso nicht. Das ist ja geil, dass das klappt. Ey, da brauchen wir Seile. Jetzt holen wir erstmal die drei Seile hinten an der kleinen Hütte. Ey, es muss jetzt natürlich sein, ist klar. Da bin ich jetzt ganz, ganz arg drauf, ne? Das ist ja sowas, das gefällt mir ja. Jetzt holen wir uns Seile, drei Stück dort. Dann gehen wir in der Stadt vielleicht ein paar Stoffe einsammeln. Da liegen ja auch noch Seile. Und dann probieren wir das mal. Dann können wir nämlich da landen, kurz vor der Stadt, die Lage checken, hoch auf die Plattform und von dort aus dann zur Höhle. Weißt du? Dann spannen wir uns da noch ein Seil zur Höhle in der Stadt und dann können wir immer ganz schnell Alkohol holen. Das kann man dann routinemäßig sogar vor den Folgen geschwind machen, weißt du? Weil es kein großer Act ist. Und dann müssen wir natürlich noch einen Rückweg aufbauen irgendwann, das ist auch klar. Nehm das, beruhig dich, ist alles gut, Alterle. Ich wollte dich jetzt nicht schon hetzen so früh. Da gehen wir jetzt rein, holen die drei Seile. Dann haben wir schon mal die 14 auf 3 verkürzt. Aua, dann brauchen wir aber einen Haufen Zeug, ne? Aber gut, das ist ja spätestens mit der nächsten Folge ist das Ding erledigt. Also dieser Hinweg schon mal, weißt du? Benzin brauchen wir jetzt nicht. Dann holen wir die Tools wann anders. Ist klar, die rennen uns ja nicht weg. Die können höchstens noch mal versetzt werden mit einem Update oder so. Aber im Moment. Jetzt haben wir drei Stück. Das heißt, uns fehlen noch 11. Ich bräuchte dann 110 Stoffe. Wie viele Stoffe haben wir denn? 23. Ja, dann gehen wir noch Stoffe sammeln in der City. Gucken mal, ob man da noch Seile finden, würde ich sagen, oder? Die Yacht. Komm, wir laufen zur Yacht durch. Achso, ich kann die. Ich muss die setzen, ne? Ich kann gar nicht so viele bunkern. Ja, ist blöd. War ein Denkfehler. War nicht hier unten auch noch ein Schiffle irgendwo mal gelegen? Keine Ahnung. Ja, das machen wir jetzt. Habe ich voll Bock. Ich wollte ja sowieso noch einen Steinweg rüber basteln zur Stadt. Einfach damit es schöner aussieht bei uns, weißt du? Hab jetzt natürlich gar nicht damit gerechnet, dass die Typen gleich auftauchen. Was ist denn das hier für ein Bauwerk? Ach, das war ja meine, ja. Das war ja meine Falle, die nicht mehr ging dann, leider. Es mit der Seilbahn ist eine coole Sache. Ich dachte echt, das ist eine Wäscheleine. Hammer. Pass auf, hier ist eine Falle links.
La 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 la, einmal quer durch den Wald, holla. Ist natürlich jetzt, komme ich von hier nicht. Ja, du kannst ja aber hochklettern, Nemi. Dann machst du die anderen zwei auch noch. Dann müssen wir halt noch Stoffe sammeln jetzt. Ist aber wurscht, oder? Lass uns eine Seilbahn bauen. Dann haben wir hier richtig Spaß. Kommst du hier hin oder muss ich jetzt echt darüber? Nee, muss ich nicht gucken. Alles klar. Dann mach die noch zur Seile hier. La 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 la. Da verpulver ich jetzt alles, erkenne nichts. Lässt sich ja nachfarmen, ne? Oh, da fehlt jetzt nur ein Stoff, dann hätten wir noch mal. So, guck mal, jetzt brauchen wir nämlich bloß noch 9 Stück, weißt du? Ich gehe natürlich jetzt nie wieder die normale Seile. Ich rutsche da jetzt nur noch. Ist das geil. Also danke für den Hinweis. Das macht mir natürlich Riesenspaß, hier einmal quer durch den Wald sausen. Jetzt gehen wir Stoffe sammeln. Dafür gehen wir aber rüber und malen uns erstmal an, dass wir uns nicht gar direkt auf dem Kieker haben. La 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 la. Hallo, meine Schätze, das seid ihr ja, der Nameless aus dem Wald, Papa. Okay, ich habe vorhin ein Lied probiert einzustudieren, aber es hat nicht geklappt. Ich schneide es vielleicht raus. Voll der miese Ansatz gerade. So, komm, mal dich an. Wie war denn das? Ich habe so einen schönen Reim gehabt. Ja, ich mach's aufs nächste Mal fertig dann. Guck mal, hier waren wieder Stoffe, Schädels. Kannst du alle mitnehmen? Wir brauchen auch noch ein bisschen Licht bei uns drüben. Es ist noch etwas dunkel teilweise an manchen Stellen. Alkohol! Super, brauchen wir gar nicht runter. Ja, perfekt. Jo, perfekt, super. Gab's hier Seile? Weiß es noch jemand? Gab's hier Seile in den Hütten? Hier bin ich mir nicht mehr sicher, aber wir können ja dieses Dinger hier einsammeln, weißt du? Das schadet schon mal nicht. Waren hier doch irgendwo in einer der Hütte waren Seile, das weiß ich noch. Was haben sie denn hier für eine Zwischenlatte reingemacht? Also hier, ne, das ist ganz klar. Das sollte eine Gefängniszelle werden. Und da ist ein Teil made in Germany, aber ich denke mal, den Deutschen haben sie dann direkt umgebracht gehabt. Ne, hier und ausgestopft, weil das ganze Ding ist jetzt nur hier in dieser einen Zelle made in Germany. Da kommst du dann nicht durch hier. Bei dem anderen kann man Kopf tun. Manchmal habe ich so das Gefühl, ich laber denen zu viel. Stoff. Ihr macht mir jetzt nichts. Ihr seht, dass ich rot bin. Ihr seht, dass ich euer. Ko Irgendwie habe ich das Gefühl, die holen aus, ne? Bin ich jetzt erschrocken. Sag mal, Alter, siehst du nicht, dass ich dein Häuptling bin in Rot? Ich glaube, die wollen einfach nur, dass ich die Keule nehme. Alter. Macht euch mal nicht lächerlich jetzt hier. Euren Häuptling angreifen. Hallo, wo gibt's denn sowas? Wir lassen uns da jetzt nicht entmutigen. Wir tun einfach so, als wären wir jetzt hier der Oberkapo. Ein, zwei Schläge ins Kreuz ertrage ich noch, bevor ich dann wegrenne. Hat denn ihre Totems? Lasse ich jetzt mal, sonst sehen die, dass ich angriffslustig bin. Da waren doch Seile hier drin irgendwo. Hier wohl nicht. Sie freut sich. Hast du gehört? Sie freut sich. Ah, da muss man entspannt sein. Was soll hier schon groß passieren? Die Großen sind drüben. Die Kleinen, denen entkommen wir, wenn es sein muss. War hier Seil? Nee. Das schaffen wir jetzt schon. Da mach ich jetzt. Guck hier auch wieder ein Stückle Made in Germany. Alter, ihr seid ja mal unterwegs. Ich weiß, es ist eure Stadt. Hier ist ein Seil. Da war ein komplettes. Ja, ist gut. Hier hängen nur die Dinger, die Stoffe. Ich hätte es halt gern fertig gebaut. Da hat Seile, guck. Die brauchen wir schon nicht zusammenbasteln. So. Hallo. Seid mir nicht böse, dass ich gerade so ein bisschen flockig locker hier unterwegs bin. Wenn man sich nicht zu arg in die Hosen macht, geht's. Jetzt hat er was geschmissen, hast du gesehen? Jetzt gehen wir. Jetzt gehen wir dann doch. Nebles Rennen, Alterle. Bisschen laufen zwischendrin, Energie auf. Schmeißen Stein. Wer ohne Schuld ist, schmeiße den ersten Stein. Nebles Rennen, Alter. Die kommen sonst. Was ich jetzt halt gar nicht weiß, wo die. Da ist die Plattform. Dann haben wir doch hier das Seil im Boden gesteckt irgendwo, oder? Ja, guck mal hier, es zeigt sogar schon an. Cool, wie viel fehlen jetzt noch? 6 Stück. Wir gehen natürlich rüber in Sicherheit und bauen da die Seile auf, wenn wir überhaupt genug Stoffe gesammelt haben. Weiß nicht, sind die jetzt wegnehmen lässt? Was meinst du? Wie viel hast du Stoffe? 3 Seile. So, die Geschichte haben wir. Und dann haben wir. Ah, das wäre schon geil. Ich würde jetzt schon gern einmal rüberfahren, oder? Komm, einmal müssen wir rüberfahren, Leute. Remove. So, lass mal gucken. Einmal müssen wir da jetzt rüberfahren. Da kennen wir jetzt nichts, oder? Wie viel fehlt denn noch? Da muss ich mal irgendwann demnächst machen wir dann den Rückweg. Den baue ich aber vielleicht mal neben den Folgen auf, dass wir auch so einen Rückweg noch von drüben haben.
Können wir ja von der Plattform dann ausspannen, weißt du? So, Nemo. Nemomat. Drei Seile, das heißt 30 Stoffe müssen wir noch finden oder drei Seile halt wahlweise, ne? Das ist so geil. Yay! Wenn ich jetzt noch wüsste. Gehen wir nochmal hin, oder? Jetzt könnte ich auch zur Yacht vorlaufen, geschwind. Die Zeit haben wir noch. Komm, wir laufen zur Yacht vor. Dann können wir da auch noch ein paar Koffer aufmachen. Da müssten ja zwei Seile sein, Minimum. Und dann fehlt nicht mehr viel. Das bisschen Stoff, was dann fehlt, das holen wir uns noch ran. Wir rennen natürlich. Essen, trinken. Oh, du hast nichts zum Essen mit, ne? Doch, Beeren haben wir. Legen wir noch eine Rüstung auf. Dann sind wir da auch wieder fit. Dann bauen wir uns hier noch den da. Und dann ist alles gut. Ja, komm, lass uns eine Seilbahnfolge machen. Wenn ihr es schon angekündigt habt. Ich freue mich da voll drüber jetzt. Die Yacht ist arg weit weg gewesen, gell? Ja, egal, wir rennen. Wir haben jetzt noch nicht mal eine halbe Folge. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Weil wir es schon immer geschafft haben. In der Stadt war jetzt einiges los. Die waren eigentlich gerade dabei, zu uns rüberzukommen. Ich wette. Hier müssen wir wieder aufpassen. Da waren auch schon mal ganze Patrouillen, krüppeln hier zusammen. Nämlich, heute ist nicht so dein Tag, oder? Hab ich auch schon gemerkt. Guck mal, vielleicht ein paar Sticks noch eingesammelt kriegst. La 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 la. La 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 la. Seilbahn. Du gehörst uns wie schon voll mit Sticks. Alter Nemo. Findet Nameless im Wald. So. Ja, so weit ist es nicht. Das schaffen wir jetzt, Leute. Dann fahren wir praktisch mit der Seilbahn ins Wochenende. Ich habe es schon mal angekündigt, irgendwann in den letzten Folgen. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, ab nächste Woche läuft ja unser Let's Play The Forest wieder im Zwei-Tages-Rhythmus. Also keine festen Tage, sondern alle 2 Tage rotiert es dann halt so rum. Das lässt sich momentan für mich nicht anders bewerkstelligen. Ich habe hier gerade einiges um die Ohren, muss einiges neu ausloten und das machen wir deswegen erstmal vorwärts. Vorwärts sage ich schon, diesen Zwei-Tages-Rhythmuswechsel. Bleibt aber von der Uhrzeit, oder? Ich kann es auch um 19 Uhr dann einfügen. Ich glaube, ich habe sogar 19 Uhr drin. Ah, ich sage euch nochmal Bescheid und dann nach Uploadplan halt, ne? So, das bedeutet ja im Endeffekt wieder so, wie wir angefangen haben. Jo. Habe ich gerade gedacht, da ist ein Schlitz drin. Sag mal, wie weit war denn das weg? Das kann doch nicht so weit weg gewesen sein. Ich dachte, wir rennen da mal eben rüber. Ich muss mal gucken, auch allgemein jetzt mit den ganzen Spielen, die momentan laufen und so. Ich mache da gerade eher so eine Art Organisation-Geschichte. Ist ja noch ein Stückchen Leben da, das noch gelebt werden muss, so nebenbei. Und manchmal ist es zeitlich halt nicht anders machbar, ne? So. Damit ich es nochmal gesagt habe, dass es nicht keine allzu große Überraschung wird, die Tage jetzt, wenn ich da umstelle. Ne? So, da sehe ich schon mal den Lebensbaum. Und da hast du auch gesagt, beim Lebensbaum gibt es da die Arzneipflanzen. Ne? Da gucken wir jetzt gleich mal, ob wir da noch ein bisschen was einsammeln können. Wir sind ja doch dauernd infiziert irgendwie. Ne? Hier ist doch auch so ein Lebensbaumtyp. Guck mal, ob hier jetzt so Arzneiblumen rumwachsen oder so. Wenn nicht, gehen wir auch nochmal ganz kurz auf die Plattform hoch. Machen da noch ein Ründle, aber erstmal zur Yacht. Ein Stein. Und schlag jetzt nicht den Baum wieder, sonst wird die ganze Insel sauer. Ah, herrlich. Schön, so mag ich das Wäldle, wenn es dann vom Wetter her so. Ich finde es echt zum Teil richtig, richtig gemütlich hier. So fernab der Zivilisation, das hat sowieso schon was, finde ich. So, mein Freund. Jetzt hoffe ich, dass der Haifisch da nicht gerade wieder. Ich weiß, dass der bis davor kann. Das haben wir schon mal gesehen. Als ich es noch nicht wusste, war es cooler. Wir können natürlich auch einen Haifischkopf mitnehmen. Wenn wir schon mal da sind. Guck mal, da ist sogar ein Shell daneben. Da kannst du was trinken. Nee, ist nichts drin. So, an der Schildkröte schwimmen wir jetzt einfach mal vorbei. Jetzt pass mal auf, was ist das hier für einer? Ist das eine Schildkröte oder ein Hai? Das sind alles Schildkröten. Okay, nimm das Tauch mal auf, Digga. Bitte. Danke. So, kommen die Seile. Dann gucken wir noch ganz kurz oben vorbei. Aloe Vera, vielleicht schaffen wir das auch noch. Wir schaffen heute eine Fahrt, Leute. Das muss drin sein. Das muss einfach drin sein, würde ich sagen. Ich bin hier immer angespannt. Egal. Immer. So, jetzt hier kannst du schon mal anfangen zu hopfen. Dann weiß man auch. Jo, alles klar, macht dir nicht weh, Alter. So, wo waren die Seile? Hier war eins, genau. Siehst du, das sind schon mal 20. Das sind sogar drei. Das bedeutet ja aber, dass wir es haben, Leute. Das ist cool. Das ist cool. Dann machen wir jetzt hier gleich wieder die Flitzer. Zack, ins Wasser und ab an Land. Zieh durch! Nameless! Soll man einen Haifischkopf mitnehmen? Ich glaube, wir nehmen einen Haifischkopf mit.
Da muss ich es aber zeitlich jetzt managen. Wir nehmen jetzt den Haifischkopf mit. Das ist wichtiger wie Aloe Vera. So, kommt, den trennen wir kurz ab. Wo war denn der Kollege gelegen? Der lag doch hier irgendwo immer. War nicht hier immer so ein Haifischkadaver gelegen? Muss ich jetzt echt dahinter laufen? Ich dachte, da lag immer einer. Ja, dann machen wir das wann anders. Ich will jetzt nicht ganz hintere laufen. Das ist nämlich voll die weite Strecke noch. Sonst reicht es mir nicht für die Seilbahn. Da liegt er doch, Voucher. Gibt er nicht immer gleich auf, gedanklich. Hier, und er lächelt. Er lächelt zufrieden in sich hinein. Der kleine liebe Hai. Nimm das, mach mal einen geraden Schlag. Sonst kriegst du seinen Kopf nicht. So. Wie die Augen direkt raus sind. So. Den nehmen wir jetzt mit heim. Den hängen wir uns an die Base, ne? Haben wir beim letzten Mal auch gehabt. Und dann werden wir uns auch noch die Krokodile. Wir müssen uns auch noch Krokodilschädel holen. Soll ja so ein bisschen Crocodile Dundee mäßig werden, unsere Hütte. Also das ist aber schon ein Stück Weg noch, ne? Und es wird dunkel, nämlich. La 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 la. So, von wegen Tools holen, ne? Erstmal einen Haifischkopf geholt und eine Seilbahn gebaut. So, Alter, komm, schnauf durch. Da geh mal hoch. Schaffst du das? Das schaffst du. Das hast du früher auch schon geschafft. Oh, dann geh außen rum. Pfeife. Heute bist du Pfeife wieder nebenlos. Sag mal, wie bin ich denn da immer hochgekommen? Lass den bloß nicht fallen. Der ist jetzt momentan unser einzigstes, was uns hebt und stützt. So, jetzt haben wir halt eine Viertelstel Folge Augen hier drin. So trübe, eingedrückte Augen. Da müssen wir durch. Komm, das schaffen wir. Tolle Aktion. Was haben wir dann gemacht heute? Eine Seilbahn gebaut. Hinweg zur Stadt. Und wir haben uns einen Köpfle besorgt für die Base. Alles sehr, sehr wichtige Dinge, die man unbedingt braucht im Kampf gegen die Monster hier. War da eine Höhle? Nee. So, jetzt habt ihr gesagt, erst die Kletteraxt holen. Nee, erst die Säge holen. Eigentlich ist doch wurscht, wir brauchen doch eh alles, oder? Wir brauchen doch sowieso alles. Mir ist es egal, wie rum wir das machen. Ich finde, die Touren, die jetzt auf uns zukommen, die werden eh knackig. Hauptsächlich, weil ich halt kein Höhlentyp bin, ne? Ich verlaufe mich da halt so gern. Ums Kämpfen ging es noch nicht mal so. Wir haben auch schon in der Höhle was getötet. So ist es ja nicht. Was Großes sogar. Aber. Boah, nämlich, du bist total am Ende, gell? Ich lass mal kurz deine Energie voll. Vielleicht sollte man hier auf dem Weg noch zwei, drei Bänke hinbauen irgendwann. Digga, wenn du so machst, wird es nichts mit der Seilbahn heute. Weißt du, ich wollte schon eine Runde fahren noch. Nämlich. Lass dich nicht so hängen. Jetzt war ich nicht mal unten drin in der Kajüte vom Schiff, ne? Und hab die Stoffe und so rausgeholt. Jetzt habe ich echt, bin jetzt nur rüber für die Seile. Oh, ich will nichts hören. So ist es halt mit mir, ne? Alter, jetzt wird es auch noch ziemlich dunkel gerade, gell? Das schaffen wir schon. Ich muss halt den Modus gleich reinmachen. Oh, Essen. Alter, siehst du, ess mal ein paar Beeren. Ess kurz ein paar Beeren mehr. Dann machen wir hier den. Ja, den musst du gleich nochmal aufheben. Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich hier rein geschwind. Options. Damit wir was sehen. Wenigstens ein bisschen was. Super. Back. Continue. So, wo ist jetzt der Kopf hier? Sehr schön. Weiter geht's. Ah, schon viel besser, ne? So, jetzt hechten wir hier die paar Meterle noch durch, Digga. Das schaffst du. Sieht jemand? Weil ich hoffe, ihr seht ein bisschen was, weil ich sehe gerade nur einen ziemlich fetten grauen Haifischkopf. Das schaffen wir jetzt noch. Schlafen können wir eh noch nicht. Das ist vom Timer her momentan irgendwie so. Oh, jetzt hast du keine Energie mehr, Alter. Athletik plus eins und so, weißt du? Für was trainieren wir dich hier? Wenn die natürlich jetzt hier noch auftauchen, wird's blöd. So, komm, renn die paar Meter, solange du Energie hast. Konnte ich jetzt nicht liegen lassen. Es tut mir leid, ne? Also da musste ich jetzt. Wir müssen auch demnächst die Krokodile holen. Oh, Scheiße. Hast du gehört, nämlich. Rennen bis auf den letzten Stunden. Wir können doch geschwind so ein Energie. Oh, jetzt haben wir nichts mehr. Das ist natürlich bescheuert. Dann rennen muss es so durch, Digga. Wir müssen Blumen sammeln. Wir müssen Blumen sammeln für unsere Energiemixe. Holla hi. Da unten blinkt doch schon die Base durch, oder? Jo, wir sind da. Nemi, du hast es fast geschafft. Ich sehe nichts mehr. Alter, ich sehe wirklich nichts mehr. Da oben müsste doch jetzt die Seilbahn gleich kommen. Guck mal hier.
Du bist daheim. Alter, du bist daheim. Hier ist schon fast so ein Stück Sicherheit zu fühlen und zu spüren. Was eine Folge. Alles passiert, nur nicht das, was ich machen wollte. So, jetzt hopf hier rüber. Nee, nee, nehm es, nehm es, nehm es. Was machst denn du? Kann ich den jetzt hier hin? Wenn ich den jetzt drop, fliegt er nicht runter, oder? Nee, der bleibt hier liegen. Schön geschnitten, schön geschnitten. Da könnte man jetzt wunderschön Filet machen davon. So, wir brauchen diesen Kopfdinger. Wo war denn der? Hier. Kann man den vielleicht nehmen es? Bin ich auf der falschen Taste? Hier kann ich ihn doch hinhängen. Guck mal, das zeigt es mir hier schon an, dass es hier mitspielen wird. Hier machen wir es hin. So. La 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 la. Pam! Danorama, bam! Sieht jetzt von oben wahrscheinlich bescheuert aus, weil ein Stückchen Fleisch rausguckt noch. Guck mal. Oder? Ah ja, guck. Ja, ist jetzt nicht so wild. Da bauen wir einen Zaun irgendwann hin oder so. Können wir zufällig schlafen? Ich würde es schon gerne im Hellen machen. Lass mal gucken. Ey, wir können gleich schlafen. Das ist super. Wie sieht's mondtechnisch aus? Der ist noch weit weg, Mann. Wo ist denn der? Wo ist der Mond? Ich nehme mal an, der ist auf der richtigen Seite. Sorry, ne, aber ich kann jetzt hier auch nicht. Ich will nicht im Dunkeln rüberfahren und ich will in dieser Folge aber die Fahrt noch machen. Da kommen sie übrigens. Hallo. Das ist doch super, dann können wir den gleich wegfahren. Solange die nicht hochkommen, ist alles gut. So. Die Seilbahn ist fertig, Leute. Jetzt müssen wir bloß noch in die Hütte zurück schlafen, geschwind. Freut sich auch schon, dass wir das Seilbahn da haben, direkt ins Dorf. Die wollen bestimmt auch mal fahren. So, schnapp dir ein Fleisch, geh kurz rein. La la la. La 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 la. Ich habe die Falle gehört. Eat. Zack, jetzt pennen wir geschwind und dann fliegen wir. Dann fliegen wir, genau. So, komm, lass uns in die Stadt fahren, Leute. Freue mich tierisch drauf gerade. So, oh Scheiße, der Mond, der war noch am Arsch der Welt. Dann ess noch ein Stück. Ja, aber das muss ich ja, anders kann ich es manchmal einfach nicht machen. Sonst hätte ich jetzt warten müssen und die Folge schneiden oder zwei Folgen draus und so. Und dann muss ich halt manchmal einfach in den sauren Apfel beißen. Dafür haben wir aber trotz allem unsere Werte ganz gut im Griff, finde ich. 31,5 ist okay, Athletik steht auf, plus wir sind infected, das ist klar, das ist nicht ganz so toll. Jetzt sind wir nicht mehr infected. So, wir sind frisch, alles klar. Falle wieder aufgestellt. Alles klar, Nameless ist bereit für die City. Eine Runde City. Siehst du, so läuft es in Zukunft. Dank euren Tipps und Hinweisen können wir jetzt in die Stadt fahren. Ich bin mal gespannt, ob wir da gleich irgendwo hängen bleiben und ob das überhaupt geht. Ich wusste ja, dass ich hopfen kann. Nee, oder? So, und wenn ich jetzt hopf. Ja, das geht locker. Jo, ist das geil, oder? Guck mal. Guck, guck, Alter. Und hier voll in den Boden reingeklatscht. Und dann gleich hier hoch. Zwapp, zwapp, zwapp. Ist das cool? Da muss ich nochmal fahren. Ey, da müssen wir jetzt nochmal fahren, Leute. Da hopfe ich jetzt nochmal hintere. So, und von hier aus dachte ich, spannen wir uns dann eine rüber in Richtung Höhle. Hier so durch. Und dann brauchen wir noch eine Seilbahn zurück. Ist das geil? Ach Gott, ist das geil. Schade, dass die. Echt, wir fahren jetzt nochmal. Hast du gesehen, wie geil das ist? Komm, Alter. Jetzt können wir vor allem auch immer gleich unsere Hütte finden. Denn irgendwo geht das Seil hier in den Boden. Gerade eben hat's. Das kann man nur einmal fahren, weißt du, dann muss es neu aufbauen. Hier, guck mal, da hat es auch Blumen. Super. Welche sind das? Coneflower, was auch immer. Ja, super. Fahren wir noch mal. Fahren wir noch mal ins Wochenende, Leute. Ich find's gut. Das ist geil. Das ist geil. Wir brauchen halt jetzt noch einen Rückweg, ist klar. Und drüben halt tatsächlich noch so eine Geschichte für die Höhle. Vielleicht schaffen wir es sogar, dass wir hier rauskommen. Das wäre natürlich super. So. Seid ihr bereit fürs Wochenende? Oh, yeah. Juhu. Ist das geil. Ist das geil. Voll die gute Idee. Oh ja. Der guckt uns schon zu. Hier, Blümle. Der guckt schon und denkt, nee, oder? Hat der Arsch jetzt eine Seilbahn gebaut? Das ist die moderne, Alterle. Das ist die moderne Insel hier. Super Idee. Hat mich riesig gefreut, dass ihr mir da ein bisschen den Hinweis gegeben habt. Sonst hätte ich da irgendwann das erst gemerkt, wenn ich Wäscheleinen gebaut hätte, ne? Ja, super. Haifischköpfe haben wir auch geholt. Ein bisschen stylisch. Das werden wir irgendwann tatsächlich umbauen. Eine Falle weg. Das Ding ein bisschen vorgezogen vielleicht. Mal gucken. Im Moment haben wir noch genug andere Sachen zum Laufen, würde ich sagen.
Alles klar. Ich hoffe, ihr kommt gut ins Wochenende, Leute. Wir sehen uns wieder in der nächsten regulären Folge. Der Nameless pflanzt sich jetzt hier so ein bisschen in die Hütte und wartet und hat den Dingen, die da kommen. Bis dann.